Zu Beginn meines Vortrages möchte ich Ihnen kurz etwas zu meiner Person sagen, damit Sie auch wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Ich bin geboren im Jahr 1963, habe dann im Laufe meines Lebens Psychologie studiert an verschiedenen Universitäten. Ich bin jetzt Diplompsychologe und arbeite seit ungefähr 5 Jahren an der Universität Osnabrück als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und an der Universität Osnabrück befasse ich mich in meinen eigenen Forschungen mit Fernsehen. Welche Auswirkungen zum Beispiel haben Fernsehprogramme auf die Weltsicht derjenigen, die sich diese Programme anschauen? Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema des heutigen Abends. Das Thema des Vortrags lautet halt Mind Control. Und Mind Control, ich denke, fast jeder von Ihnen hat diesen Begriff Mind Control schon einmal gehört in verschiedenen Zusammenhängen. Und ich denke auch, fast jeder von Ihnen oder jedem von Ihnen wird irgendetwas einfallen, wenn der Begriff Mind Control irgendwo vorkommt. Und in der Tat kann also Mind Control sehr verschiedene Gesichter haben. Es gibt also ein Buch, das ist erschienen, bevor der Begriff Mind Control hier im deutschen Sprachraum bekannt war. Und in diesem Buch geht es eigentlich nur darum, wie Führungskräfte ihre Untergebenen richtig leiten können. Der Begriff Mind Control ist hier eigentlich eher falsch am Platz, weil der Begriff Mind Control in diesem Buch nichts mit dem zu tun hat, was in den USA unter Mind Control verstanden wird. Was in den USA unter Mind Control verstanden wird, darum wird es in diesem Vortrag auch hauptsächlich gehen. Beim Begriff Mind Control hat der eine oder die andere von Ihnen vielleicht an Überwachung gedacht. Das heißt also, dass irgendwelche Personen durch staatliche oder nicht staatliche Stellen, vielleicht auch mein Vortrag hier heute Abend, überwacht werden, aufgezeichnet werden, dass Informationen gesammelt werden. Je mehr Informationen man hat über die Bürger, umso besser kann man auch diese Bürger kontrollieren, weil man halt weiß, was die Bürger, welche Konsumgewohnheiten sie haben, wie sie denken, welche Verhaltensweisen sie haben. Mind Control kann es auch in ganz anderem Zusammenhang geben. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen daran gedacht. Was Sie hier sehen, ist ein Freimaurer, der für die Einweihung in den ersten Grad sich zurechtgemacht hat. Er hat also einen Strick um den Hals, die Augen sind verbunden und ein Hosenbein ist hochgekrempelt. Und er wird eben mit diesen verbundenen Augen in den Kreis seiner Logenbrüder geführt. Und das soll eben versinnbildlichen, dass er sich mit all seinem Sein, mit seiner ganzen Person sozusagen in das Vertrauen dieser Logenbrüder hineinsetzt. Und vielfach wird auch Freimaurern oder anderen sogenannten geheimen oder okkulten Gesellschaften vorgeworfen, dass auch sie Mind Control in der einen oder anderen Art treiben. Auch das könnte Mind Control im weitesten Sinne bedeuten, dass also die Konsumgewohnheiten der Bürger dadurch beeinflusst werden, dass gerade in Zigaretten geheime Suchtstoffe drin sind. Diese geheimen Suchtstoffe oder geheime Stoffe gibt es nicht nur in Zigaretten, es gibt sie zum Beispiel in der Babynahrung oder auch in der Hundenahrung oder Katzennahrung. Es werden also ganz bestimmte Aromastoffe, die von Firma zu Firma unterschiedlich sind, werden in diese Nahrung gemischt, sodass wenn die Katze oder ein Baby mit einer bestimmten Nahrung angefangen hat, ihm die Nahrung von anderen Herstellern nicht mehr schmecken, weil einfach diese Aromastoffe darin fehlen. Auch das könnte man unter Mind Control fassen. Vielleicht hat jemand von Ihnen auch bei Mind Control an Musik gedacht. Hier eine Studie, die von der UNO durchgeführt worden ist, die eben zu dem Schluss kommt, dass der Drogenkonsum beim Hören von Popmusik gefördert wird. In einem anderen Musikbereich, Rockmusik, gibt es ja auch schon seit den 50er Jahren die Vorstellung, dass Rockmusik satanische Einflüsse hat. Hier mal eine typische Rockband aus dem letzten Jahrhundert. Es gibt da die... Der Gesichtsausdruck der beiden Musiker ist schon bezeichnend. Auch zu diesem Bereich gibt es also sehr viele Veröffentlichungen mittlerweile, die also behaupten, dass satanische Botschaften in die Rocktexte einfließen, dass einige Musiker selber Satanisten sind. Auch das könnte Mind Control bedeuten. Mind Control kann aber auch den Bereich umfassen, den wir aus den Medien kennen, den Bereich, wie uns Informationen dargeboten wird. Sie sehen hier eine Studie oder ein Artikel, in dem gesagt wird, dass durch die Staus auf den Autobahnen jährlich eine Riesenmenge an Energie, an Benzin und so weiter verschwendet wird.
In der gleichen Zeitung, ein paar Seiten weiter, stand ein Artikel, dass zwei Studenten in Hamburg es gelungen ist, ein 2-Liter-Auto zu bauen. Und ich frage mich, wenn auf der einen Seite beklagt wird, dass die Autos im Stau und auch woanders immer noch zu viel Sprit verbrauchen, es aber gleichzeitig möglich ist, 2-Liter-Motoren und vielleicht auch 1- oder 1,5-Liter-Motoren zu bauen, warum wird das nicht gemacht? Auch das könnte im Bereich Mindcontrol fallen, nach Sicht der einen oder anderen, dass eben Informationen, Erfindungen, irgendetwas zurückgehalten wird. Ein weiterer Bereich, der nach Ansicht von einigen Menschen zum Thema Mindcontrol gehört, ist die Gentechnik, dass also mit Gentechnik zum Beispiel versucht wird, einen idealen Menschen, einen Übermenschen oder einen Menschen nach Maß oder einen Menschen von der Stange zu schaffen, sozusagen einen sozial kompatiblen Konsumenten, der die vorgefertigten Produkte der Großindustrie verwendet, ohne großartig nachzufragen. Es ist also heutzutage wohl kein Problem mehr, dass man bestimmte Geschmackspräferenzen, Nahrungspräferenzen, dass man die genetisch so manipuliert, dass also auch ein Industrienahrung, die eigentlich völlig denaturalisiert ist, dass die von den Menschen aufgenommen wird, ohne zu murren. All das ist aber nicht das, wo ich heute hauptsächlich drüber sprechen möchte, sondern der Bereich Mindcontrol, über den ich heute sprechen möchte, ist die Mindcontrol, die seit 50 oder 60 Jahren von verschiedenen Forschungseinrichten, die sich im Besitz der Militärs, der Regierung befinden, diese Art von Mindcontrol, die dort erforscht worden ist und die sich mit direkten Eingriffen in das Gehirn befasst. Direkte Eingriffe sowohl durch operative Eingriffe, durch Gehirnwäsche oder durch elektromagnetische Wellen. Zu allen diesen Bereichen werde ich in meinem Vortrag noch ausführlich zu sprechen kommen. Neben den Forschungen, die ich Ihnen vorstellen werde, werde ich Ihnen auch etwas berichten über die kriminellen Hintermänner, also die Personenkreise, die diese Forschung fördern, die diese Forschung in die Wege geleitet haben und die die Ergebnisse dieser Forschung auch umgesetzt haben. Bislang ist es so, dass die meisten Bücher zum Thema Mindcontrol in den USA erschienen sind. Hier in Deutschland liegt mittlerweile mein Buch vor und einige Bücher aus den USA in Übersetzungen. Aber es ist recht wenig darüber bekannt, was eigentlich an Mindcontrol hier in Deutschland tatsächlich genutzt und von den Hintermännern angewendet wird. Man könnte vielleicht der Meinung sein, dass Deutschland in dieser Hinsicht noch so eine Art Insel der Redseligen oder Insel der Seligen ist. Aber ich glaube nicht, dass hier in Deutschland noch Friede, Freude, Eierkuchen herrscht im Hinblick auch auf Anwendung der Mindcontrol. Und auch darauf werde ich im Laufe des Vortrages noch ausführlich eingehen. Mein Vortrag gliedert sich insgesamt in diese 6 Punkte. Ich werde erst etwas berichten, Propaganda in den Massenmedien, welche Propagandatechniken auch heute noch angewendet werden, oder nicht nur heute noch, sondern verstärkt angewendet werden. Dann etwas über unterschwellige Botschaften, wie die Menschen manipulieren können. Dann geht es weiter zum Bereich der sogenannten klassischen Mind Control, klassisch deswegen, weil das Techniken sind, die schon seit 50, 60 Jahren erforscht werden. Also Begriffe wie Gehirnwäsche, Gehirnchirurgie, Lobotomie. Der nächste Bereich wird dann sein, die sogenannte fortgeschrittene Mindcontrol. Fortgeschritten deswegen, weil es sich hierbei hauptsächlich um Forschungen und Techniken handelt, die mit elektromagnetischen Wellen operieren. Dann werde ich etwas länger eingehen auf den Bereich Implantate. Dort wird es sicher einige kontroverse Meinungen geben zu den Ausführungen, die ich dort machen werde. Und zum Schluss werde ich noch etwas berichten über Mindcontrol, über spezielle Mindcontrol-Techniken, die in dem ehemaligen Ostblock, also in Russland, Polen und der DDR entwickelt worden sind. Nun ist der Begriff Mindcontrol hier ziemlich oft gefallen und es verbirgt sich hinter Mindcontrol eigentlich eine spezielle Art oder Technik, Menschen beherrschen zu können. Der New Yorker Psychologe Russell N. Cassell hat in einem Artikel im American Psychologist, also einer psychologischen Fachzeitschrift, einmal sich zum Bereich Mindcontrol geäußert und hat uns eine Art Definition gegeben, was Mindcontrol ist. Und er schreibt dort, das Hauptaugenmerk von Mindcontrol
liegt bei der Kontrolle einiger ausgesuchter Funktionen des menschlichen Körpers. Zur Durchführung dieser Kontrolle bedient sich Mindcontrol unter anderem der Veränderung von Gehirnwellen, der Verringerung des Sauerstoffverbrauchs und der Verstärkung bestimmter autonomer Funktionen des Körpers, also wie zum Beispiel Hunger, Schlafbedürfnis. Und das Ziel von Mindcontrol, so sagt Kassel, ist nur eins und er nennt es Mastery, also zu Deutsch Beherrschung. Also Mindcontrol soll dazu dienen, Menschen zu beherrschen. Es gibt ein berühmt-berüchtigtes Buch von einem spanisch-amerikanischen Psychologen namens Delgado. Besonders interessant ist der Untertitel des Buches. Es geht eben towards a psycho-civilized society, also in eine psycho-zivilisierte Gesellschaft. Und was Delgado darunter versteht, hat er auch in einem anderen Text geschrieben. Er sagt, wir brauchen ein psychotechnisches Programm für die politische Kontrolle in unserer Gesellschaft. Das Ziel ist die Kontrolle der Gedanken. Jeder, der von den vorgegebenen Normen abweicht, kann dann operativ verstümmelt werden. Mit operativ verstümmelt meint er chirurgischer Eingriff in das Gehirn. Dort werde ich zu diesen Eingriffen werde ich nachher auch noch kommen. Und was er dann schreibt, ist besonders entlarvend. Er schreibt, die Menschen haben kein Recht, ihren Geist frei zu entwickeln. Sie haben kein Recht, ihren Geist frei zu entwickeln, denn diese Art der Freiheit hat eine große Anziehungskraft. Wir müssen deshalb den Geist elektronisch kontrollieren können. Also nicht nur Mastery, sondern sogar elektronische Kontrolle der Gedanken, eben Abschaffung der Freiheit des Menschen. Das ist das Hauptziel von Mind Control. Der erste Bereich von Mind Control ist Propaganda. Propaganda ist der Versuch, Menschen zu überzeugen, in eine bestimmte Richtung zu denken oder bestimmte Verhaltensweisen durchzuführen. Und wichtig ist dabei, dass die Propagandisten großen Wert darauf legen, keinesfalls als Propagandisten erkannt zu werden. Denn sobald Propaganda bekannt ist, dass es eben Propaganda ist, ist das Ganze durchschaubar. Zur Durchführung von Propaganda gibt es nun eine Reihe von Propagandatechniken. Die Erzeugung von Angst. Wer ängstlich ist, kann nicht mehr klar denken und versucht, dieser Angst zu entgehen und ist dann auch sehr geneigt, irgendwelchen Vorschlägen über bestimmte Handlungsweisen anderen zu folgen. Das zweite ist Schulderzeugung. Bei Schuld ist es so ähnlich. Wenn jemand Schuld empfindet, sei diese Schuld nun gerechtfertigt oder nicht, dann versucht er, diese Schuld entweder zu sühnen oder demjenigen gegenüber, den er Schuld empfindet, dem irgendetwas Gutes zu tun oder sich nach seinen Richtlinien zu verhalten. Hetze und Gerüchte, ich denke, bedürfen keiner näheren Erklärung. Diese Begriffe kennt jeder. Und das dritte oder das letzte, die Angloamerikanisierung des Sprachgebrauchs, da werde ich nachher noch gesondert drauf zu sprechen kommen. Es geht halt um diese ganzen Anglizismen, die größtenteils unnötigerweise in unserer Sprache genutzt werden. Und auch das kann eine Art von Mind-Control sein. Ein Paradebeispiel aus der letzten Zeit, wie jetzt diese verschiedenen Propagandatechniken angewendet werden, das ist die Berichterstattung über den NATO-Krieg gegen Serbien. Ich denke, die meisten von Ihnen werden noch diesen Menschen kennen. Das ist also der Herr Schier, der immer nachmittags um 2 Uhr in den sogenannten Briefings der NATO aufgetaucht ist und dort die neuesten Meldungen über den Fortgang des Krieges gegen Serbien berichtet hat. Propaganda gab es natürlich nicht nur seitens der NATO, sondern das ist ein kleines Beispiel aus einer chinesischen Zeitung. Sie erinnern sich sicher daran, dass die chinesische Botschaft in Belgrad bombardiert worden ist durch die Amerikaner und daraufhin ist also in einer chinesischen Zeitung dieses Bild des obersten Kriegsherrn der NATO, also von Bill Clinton, erschienen mit einem aufgemalten Bart, der ihn also eindeutig als Adolf Hitler kennzeichnen soll. Auch das ist natürlich durch Bilder eine Art Propaganda. Interessant ist, dass anscheinend die deutschen Medien nach Beendigung des Krieges sehr wohl gemerkt haben, dass sie also während des Krieges durchaus reingefallen sind auf die verschiedenen Propagandamaßnahmen der Amerikaner. So ein ähnlicher Artikel oder mehrere solcher Artikel sind nicht nur jetzt nach dem Kosovo-Krieg erschienen,
sondern sind auch schon erschienen nach den Golfkriegen gegen den Irak. Auch dort haben sich also Journalisten nach dem Krieg darüber beschwert, wie einfach es gewesen ist, dass man also die Propaganda der NATO oder die Propaganda der Amerikaner übernimmt, ohne nachzufragen. Und genau das Gleiche passiert jetzt auch wieder nach dem Kosovo-Krieg, dass also Journalisten, wenn alles vorbei ist, erst dann merken, ups, was wir erzählt haben, das war ja vielleicht gar keine freie Berichterstattung, sondern es war Propaganda, was wir dort im Auftrag oder im Namen der NATO weitergeführt haben. Zum Bereich der Medienberichterstattung des Kosovo-Krieges gibt es mittlerweile schon einige Gutachten, die von Medienexperten erstellt worden sind. Und aus einem von diesen Gutachten, was noch nicht veröffentlicht ist, möchte ich kurz etwas verlesen. Und dort heißt es, sowohl der Golfkrieg als auch der Kosovo-Krieg haben gezeigt, dass der sogenannte humanitäre Krieg der westlichen Demokratien keineswegs Offenheit und Transparenz von Informationen und Darstellung der Kriegswirklichkeit zugelassen hat. Ein weiterer für die Glaubwürdigkeit der übermittelten Informationen nicht unerheblicher Faktor besteht darin, dass eine demokratisch verfasste Öffentlichkeit immer auch Meinungs- und Informationsfreiheit suggeriert, während hingegen der zentral und autoritär gesteuerte Presseverlautbarung stets mit großen Vorbehalten begegnet wird. Also auf der einen Seite wurde in den Nachrichten immer gesagt, ja, das sind also Meldungen des serbischen Staatsfernsehens und was da unterschwellig immer war, ja, die stimmen ja nicht. Auf der anderen Seite hieß es ja, das sind die NATO-Meldungen und dort wurde unterschwellig immer wieder gesagt, denen muss man halt glauben. Propaganda ist eben im Krieg ein Mittel, was jede der kriegsführenden Parteien benutzt, um auf der einen Seite den Gegner falsche Informationen zukommen zu lassen, auf der anderen Seite auch der eigenen Bevölkerung einen Kriegsverlauf vorzuspielen, der vielleicht so gar nicht sein muss, wie er in der Propaganda dargestellt wird. Es gibt noch einige weitere Beispiele aus dem Bereich Propaganda in Kriegszeiten. Sie erinnern sich sicher, dass der Begriff ethnische Säuberung im Zusammenhang mit dem Vorgehen der Serben im Kosovo häufig verwendet wurde. In Wirklichkeit ist der Begriff ethnische Säuberung allerdings gar nicht so neu, wie es scheinen mag. Es gibt hier einen Artikel, der einige Jahre nach dem Golfkrieg erschienen ist, mit dem Titel Ethnic Cleansing, also ethnische Säuberung in Kuwait. Und in diesem Artikel geht es nicht darum, dass die Iraker in Kuwait ethnische Säuberung durchgeführt haben, sondern es geht darum, dass die Kuwaitis, nachdem die Iraker vertrieben worden sind durch die UNO-Truppen, ihrerseits nun ethnische Säuberung gegen Palästinenser in Kuwait durchführen. Das heißt also, Begrifflichkeiten werden in der Propaganda mal so verwendet, immer dann, wie es gerade für die eigenen politischen Ziele passt. In Kriegszeiten ist es neben der Propaganda auch äußerst wichtig, dass die Information oder das Wissen um die Vorgänge, dass die möglichst zentral gesteuert werden können. In den USA gibt es dazu eine Reihe von Forschungsprojekten, die von der US Air Force, also von der Luftwaffe, betrieben worden sind. Mittlerweile liegen auch die ersten Abschlussberichte darüber vor. Das zum Beispiel ist das Titelblatt eines Berichtes, wo es um Wisdom Warfare geht. Es geht also darum, dass man möglichst viel Wissen über den Gegner in Kriegszeiten auf alle möglichen Arten sammeln kann. Im nächsten Abschlussbericht geht es um Information Warfare. Information Warfare bedeutet, dass man also während des Krieges versucht, irgendwelche Meldungen oder Nachrichten dem Gegner zukommen zu lassen, die dieser dann aufnimmt. Diese Meldungen und Nachrichten, die sind aber meistens gefälscht, sodass beim Gegner ein falsches Bild von dem entsteht, was die tatsächlichen Vorgänge sind. Nun ist das Verbreiten von falschen Nachrichten nun nicht nur auf Kriegszeiten beschränkt. In den USA gibt es mittlerweile einen ganzen Industriezweig, ich nenne das mal Industriezweig, der sich damit befasst, wie man Public Relations Kampagnen, Werbekampagnen oder irgendwelche Kampagnen, die die Öffentlichkeit zu etwas überzeugen sollen, wie man diese Kampagnen durchführt. Das hier ist jetzt das Titelblatt einer Studie und in dieser Studie wurden diesmal 10 verschiedene Prinzipien einer gelungenen Propagandakampagne dargestellt. Und wie so etwas aussehen kann, da habe ich jetzt mal 2 Bildbeispiele für. Was Sie hier sehen, das ist das offizielle Pressefoto, was aufgenommen worden ist anlässlich des Besuches von Bill Clinton in Eisenach. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, dann sehen Sie auf dem Bild,
Dort sehen Sie ein Plakat, auf dem Plakat steht, auch in den schlechtesten Zeiten habt ihr einen dicken Arsch. Das Foto, das ist damals auch durch mehrere Zeitungen gegangen. Das Foto ist allerdings auch genutzt worden von der Landesregierung von Thüringen in einer offiziellen Pressemappe. Und dort schaut das Foto dann so aus. Und wenn Sie vergleichen, das mit dem dicken Arsch, das fehlt. Das ist rausretuschiert worden. Stimme der Märtyrer, das ist eine christliche Zeitschrift. Auf dem Titelbild dieser christlichen Zeitschrift, was man dort sehen kann, das lässt einen vermuten, es handelt sich dort um Kinder, die anscheinend in Sträflingskleidung sind oder die in irgendeinem KZ sind, wie es in dem Artikel in diesem Heft dann auch behauptet worden ist. Es geht also ein Kinder-KZ in Rumänien. Was das Bild in Wirklichkeit darstellt, ist, Sie können sich fast schon denken, etwas völlig anderes. Es war nämlich in einem Schwimmbad und diese gestreiften anscheinenden KZ-Anzüge waren nichts anderes als Frottehandtücher. Also auch mit solchen einfachen Mitteln, dass man noch nicht mal das Bild selber irgendwie verfälscht oder verändert, sondern dass man einfach darauf vertraut, dass die Menschen, wenn sie bestimmte Symbole sehen, wie zum Beispiel gestreifte Sachen, dass die Menschen sofort das bei denen irgendwie hier einen Klick macht und dass sie denken, ah ja, gestreifte Sachen, Konzentrationslager, Gefängnis oder irgendetwas. Dabei kann das Bild aus einem völlig anderen Zusammenhang gekommen sein und genau das Gegenteil von dem zeigen, was eigentlich die Propagandisten mit diesem Bild beabsichtigen möchten. Ein weiterer Bereich, der heutzutage sehr vielen Lügen ausgesetzt ist, das ist der große Bereich der Esoterik, der Grenzwissenschaften, der sogenannten Sekten. Es gibt in Deutschland, gibt es vom Berufsverband der deutschen Psychologen, gibt es einen Arbeitskreis, der ist gegründet worden mit dem Ziel, Sekten zu bekämpfen. Ich habe an mehreren Sitzungen dieses Arbeitskreises vor mehreren Jahren einmal teilgenommen und dort wurde eigentlich überhaupt nicht um die Traditionen, um die esoterischen, spirituellen oder okkulten Grundlagen dieser Gruppen diskutiert, sondern es ging einzig und allein darum, wie kann man diese Gruppen verbieten. Und auf einer dieser Sitzungen ist dann ein Richter aus Bayern aufgetaucht, der zog dann aus seiner Tasche einen Gesetzesentwurf, wo also alles außerhalb der katholischen und evangelischen Kirche mehr oder weniger als Sekte bezeichnet und verboten werden soll. Und so ein Gesetzentwurf ist dann auch dort zwar ablehnend, aber dennoch diskutiert worden. Wie es sich um diese Sekten wirklich verhält, das hat vor ungefähr einem Jahr in der Zeitschrift Psychologie heute, also es ist eine populärwissenschaftliche Fachzeitschrift, hat mal jemand gewagt, die Lügen, die über die Sekten im Umlauf sind, einmal etwas näher zu beleuchten und auch die Wahrheit zu berichten. In den Medien taucht seit 1998 immer wieder die Zahl von 800.000 Sektenmitgliedern auf. Aber diese Zahl 800.000, die umfasst also nicht nur die Mitglieder von sogenannten Sekten, sondern auch Personen, die sich mal bei irgendeiner dieser Gemeinschaften erkundigt haben über die Ziele der Gemeinschaften oder Menschen, die in esoterischen Buchhandlungen Bücher zu bestimmten Sekten gekauft haben. Alle diese Menschen sind dort als 800.000 Sektenmitglieder verzeichnet. Dann kommt in dieser Studie, in diesem Artikel steht auch, dass dieser Arbeitskreis über Sekten vom Berufsverband der deutschen Psychologen, der hat ein Buch herausgebracht. In diesem Buch steht drin, dass 80% der Deutschen an Reinkarnation, also an Wiedergeburt glauben. Allerdings ist es genau andersrum. 80% der Deutschen glauben eben nicht an Wiedergeburt. Aber diese 80% angeblich an Wiedergeburt Gläubigen werden dann auch wieder von den Psychologen und auch von Teilen der Kirche genutzt, um zu sagen, die Sekten sind gefährlich für unser Weltbild und wir müssen versuchen, die in die eine oder andere Art einzuschränken. Und was dabei rauskommt, wenn man versucht, Sekten einzuschränken, das ist dieser Fragebogen. In diesem Fragebogen geht es darum, dass Arbeitnehmer bei einer Neueinstellung sich von ihrem Arbeitgeber versichern lassen sollen, dass der Arbeitgeber weder der Scientology-Kirche angehört, noch irgendwelche von der Scientology vertretenen Methoden anwendet. Man kann sich jetzt über die Scientology-Kirche streiten oder nicht. Ich bin auch kein Befürworter der Scientology-Kirche. Ich finde es allerdings nur sehr erstaunlich, dass also aus Kreisen der Kirchen solche Flugblätter in Umlauf gebracht werden, wo eben Menschen dazu aufgefordert werden, sich von ihrem Arbeitgeber versichern zu lassen, dass er einer bestimmten Religion nicht anhängt. Und ich denke, das ist mit der Religionsfreiheit des Grundgesetzes
nicht mehr vereinbar und ist auch nicht Sinn und Zweck einer, wenn auch kritischen Diskussion mit zwischen verschiedenen Glaubenseinstellungen. Ein weiteres Mittel, dessen sich die Propaganda gerne bedient, ist die Zensur. Bei uns im Grundgesetz steht es nun in einem Artikel, eine Zensur findet nicht statt, und das stimmt auch. Zensur bedeutet nämlich, dass bestimmte Meinungen, bestimmte Bücher zu einer Prüfung vorgelegt werden müssen, und wenn diese Prüfung negativ ausfällt, dann müssen bestimmte Sachen in diesen Büchern geschwärzt werden. Sowas kommt hier zwar auch ab und zu vor, allerdings dann machen das die Verleger, die Autoren dieser Bücher freiwillig und machen es nicht auf staatlichen Druck. Was bei uns in Deutschland gemacht wird, ist keine Zensur, sondern Bücher werden schlicht und weg verboten. Es gibt jetzt eine Riesenliste von Büchern, die in der Bundesrepublik verboten werden. In der Überschrift ist ein Schreibfehler drin, ich weiß, der ist nicht der Zensur zum Opfer gefallen. Wenn man sich diese Liste einmal anschaut, dann findet man dort Liste aus Bücher aus allen verschiedenen Bereichen. Und am interessantesten ist das erste Buch mit dem Titel Zensur in der BRD. Auch das Buch ist der Zensur, die es angeblich nicht gibt, zum Opfer gefallen. Vor 2 Jahren ist von Dr. Klaus Nordbruch ein Buch erschienen, was sich wiederum mit dem Bereich Zensur in Deutschland befasst. Dieses Buch ist zwar noch nicht verboten, allerdings hat der Dr. Klaus Nordbruch hat jetzt die Ehre, im letzten Verfassungsschutzbericht der Bundesregierung drin aufzutauchen, und zwar mit der Begründung, er würde also halt das Grundgesetz angreifen, weil er behauptet, das Grundgesetz würde in Deutschland nicht geachtet. Das ist zwar eine haarsträubende Behauptung, weil wenn ich Missstände aufdecke, dann bin ja nicht ich der als Aufdecker der Missstand und Grundgesetz widrig, sondern diejenigen, die diese Missstände aufführen. Aber anscheinend ist das Thema Zensur in der BRD ein sehr heikles Thema. Und sobald also Bücher auftauchen, die mal etwas stärker die Hintergründe dieser Zensur durchleuchten, kann es für die Autoren und für die Bücher gefährlich werden. Die Höhepunkte der Zensur in Deutschland allerdings sind mal die Bücher, die ich hier aufgeführt habe. Und es handelt sich bei diesen Büchern also nicht um irgendwelche Schmuddelwerke oder rechtsradikale, kriegsverherrlichende Literatur, sondern es finden sich solche wirklich weltbekannten Sachen da wie Der Untertan von Thomas Mann oder irgendein Tarzanband. Das wirkt sehr grotesk, diese Verbote. Und diese Verbote sind nun auch aus den 60er Jahren. Und ich kann mir vorstellen, dass in 20, 30 Jahren die Verbote, die heute ausgesprochen werden, ob die Leute dann genauso grotesk wirken, wie das jetzt auf uns wirkt. Der letzte Bereich zum Thema Propaganda ist der angloamerikanische Sprachimperialismus. Sprachimperialismus meint, dass eine Sprache einer anderen Sprache Wörter sozusagen aufdrückt, in diese Sprache einfließen lässt und die Nutzer dieser Sprache das entweder gar nicht möchten oder unfreiwillig mitmachen müssen. Und wenn man sich so mal in der Werbewelt umschaut, da gibt es wirklich sehr schöne Beispiele für angloamerikanische Sprachungetüme, die eigentlich gar nicht sein müssten. Zum Beispiel ein Event-Tempel für die Fun Generation. Oder ein Road Rig Truck, also es ist irgendeine besondere Art von Auto. Dann gab es bei C&A vor mehreren Jahren im Winterschlussverkauf mal ein Sonder-Fun-Gebot. Oder eine Car-Wash-Opening-Party, das ist also die Eröffnungsfeier für eine Autowaschstraße. Oder bei uns in Osnabrück in der Zeitung stand mal drin, Let's Talk About Job. Es gab damals so einen Liedtitel, der hieß Let's Talk About Sex, und die haben das halt umgemünzt, Let's Talk About Job, und das war eine Initiative der Stadt Osnabrück, um Jugendlichen Ausbildungsplätze zukommen zu lassen. Es gibt neben diesen Sachen, die englisch sind und die noch einen gewissen Sinn haben, gibt es noch viele Wörter, die eigentlich überhaupt keinen Sinn machen. Das beste Beispiel ist das sogenannte Top-Dressing, was auch in einem großen Bekleidungshaus mal in der Werbung stand. Top-Dressing sollte dort bedeuten, also wirklich hervorgehobene, besondere Kleidung. Top-Dressing bedeutet im Englischen aber was völlig anderes. Es ist nämlich der oberste Straßenbelag. Genauso ist es mit dem Handy. Das Handy gibt es im Amerikanischen auch nicht. Das heißt entweder Mobilphone oder andere Begriffe. Handy ist eine typisch amerikanisch klingen sollende deutsche Sprachschöpfung. Ein letztes Beispiel, was oft genutzt wird, dass man Royalties sagt, wenn man irgendwelche, hauptsächlich das englische Königshaus meint, aber Royalties gibt es nicht, das heißt Royals, Royalties, das sind Gewinnausschüttungen bei Aktien, hat also mit Royalties gar nichts zu tun, oder dass Loser falsch geschrieben wird, alles das sind Beispiele dafür, dass
also dieser angloamerikanische Sprachimperialismus eigentlich gar nicht sein muss, weil viele Wörter kann man auch genauso gut auf Deutsch sagen. Ein Vorreiter dieses Sprachimperialismus ist McDonald's. Was jetzt vielleicht noch als Witz erscheint, mag vielleicht in 10 Jahren bittere Realität sein, dass wir also kein Deutsch mehr sprechen, sondern das, was einige Leute als Denglisch bezeichnen, also eine Mischung zwischen Deutsch und Englisch. Verlassen wir nun den Bereich der Propaganda. Propaganda als Mindkontrollinstrument betrifft die breite Masse. Ebenso ist es bei den unterschwelligen Botschaften. Stellen Sie sich bitte mal Folgendes vor. Sie lieben einen klassischen Komponisten und sind schon sehr oft auf Konzerten gewesen, wo Musik von diesem Komponisten gespielt wird und entschließen sich jetzt eine CD zu kaufen. Und bei der CD, wenn Sie die zu Hause abspielen, haben Sie auf einmal gar nicht mehr das Gefühl, dass Sie diese Musik lieben, sondern Sie entwickeln Hassgefühle. Sie denken sich da nichts weiter bei. Am nächsten Tag treffen Sie Ihre Freundin oder Ihren Freund und der erzählt Ihnen, ja, ich war letztens im Kino und habe da einen Film gesehen, einen neuen Film aus Hollywood und hatte auf einmal einen fürchterlichen Hunger auf Popcorn. Und Sie wissen also, Ihr Freund oder Ihre Freundin isst normalerweise gar kein Popcorn, aber gerade in diesem Film wollten Sie Popcorn essen. Und eine Woche drauf erzählen Ihnen zwei andere Bekannte von Ihnen über diesen Film genau das Gleiche, dass Sie auf einmal Popcorn essen wollten. Wobei handelt es sich hier um? Was hier vorliegen könnte, ist eine sogenannte unterschwellige Beeinflussung. Das bedeutet, dass in das Musikstück oder in den Film, der dort im Kino gezeigt worden ist, unterschwellig Botschaften eingebaut sind, die man also bewusst nicht mitbekommt, die allerdings das Unterbewusstsein aufnimmt und verarbeitet. Und diese Botschaften bringen eben die Personen, die diese Botschaften empfangen, dazu, dass sie entweder Hassgefühle entwickeln oder dass sie gerne Popcorn essen. In den 50er Jahren ist ein Buch erschienen in den USA von einem Autor namens Packett. Das Buch nannte sich Die geheimen Verführer. Das Buch befasste sich hauptsächlich damit, wie Werbung wirkt. Und in diesem Buch ist zum ersten Mal die These aufgestellt worden, dass es so etwas wie unterschwellige Botschaften gibt. Das heißt, dass in Kinofilmen zum Beispiel ganz kurz Bilder eingeblendet werden, auf denen eine Popcorn-Tüte zu sehen ist und wo drunter steht, esst Popcorn. Oder mit Coca-Cola genau das Gleiche. Und seit den 50er Jahren ist es in den USA so, dass es immer wieder Berichte darüber gibt, dass unterschwellige Botschaften gesendet werden, in Radiosendungen, in Fernsehsendungen und dass diese unterschwelligen Botschaften auch in Musikstücken, auf Schallplatten drauf sind. Und in der Tat gibt es sogar handfeste Beweise dafür, dass unterschwellige Botschaften tatsächlich in Kinoprogrammen oder in anderen Programmen eingespielt worden sind. In dieser Liste sieht man, dass das nicht durchgängig gemacht worden ist, dass viele Programme auch Testprogramme sind. Dass Testprogramme also bekannt werden, das ist ja klar, weil es wurde erst im Fernsehen etwas gesendet, wo solche unterschwelligen Botschaften drin waren. Nachher wurde die Bevölkerung darüber aufgeklärt und die Menschen sollten sich halt melden und ihre Erfahrungen schildern, die sie mit diesen unterschwelligen Botschaften haben. Man kann aber davon ausgehen, dass das nur ein Bruchteil von den Sachen ist, die tatsächlich vorkommen an unterschwelliger Beeinflussung. Die technischen Möglichkeiten sind heutzutage so groß, dass man unterschwellige Beeinflussung mehr oder weniger nur zufällig entdeckt. Das heißt also, wenn Sie im Fernsehen irgendetwas sehen und auf einmal einen Politiker sympathisch finden, den Sie vorher eigentlich überhaupt nicht gemocht haben, dann könnte eine unterschwellige Beeinflussung vorliegen. Ein Land, in dem die Forschung zu unterschwelligen Bereichen schon sehr weit fortgeschritten ist, ist die ehemalige UdSSR, das heutige Russland. Es gibt dort einen Professor namens Smirnov, wie der Wodka. Der ist Psychiater, seit 30 Jahren arbeitet er an verschiedenen Techniken zur Mind-Control. Und er hat auch Techniken zur unterschwelligen Beeinflussung entwickelt. Und er ist mal gefragt worden, ob er, wenn Politiker an ihn herantreten würden und sagen, können Sie nicht die Bevölkerung mittels unterschwelliger Beeinflussung dazu bringen, dass ich gewählt werde, hat er zu dem Politiker gesagt, ja, das wäre technisch überhaupt kein Problem, nur er würde die russischen Politiker nicht unterstützen, es seien für ihn alles Barbaren. Die Brisanz, die da drin steckt, ist, dass heutzutage es durchaus wohl möglich zu sein scheint, dass demokratische Wahlen mittels unterschwelliger Beeinflussung völlig ad absurdum geführt werden. Das heißt also, wer unterschwellige Beeinflussung einsetzen kann, der wird dann diese oder kann diese Wahl gewinnen. Und das hat natürlich überhaupt nichts mit der Grundidee von Demokratie zu tun.
Inwieweit das nun hier in Deutschland eingesetzt wird, das vermag ich nicht zu sagen. Es gibt keine offiziellen Verlautbarungen dazu, schon gar nicht gibt es irgendwelche offiziellen Stellungnahmen, die das nun befürworten oder zugeben, dass das gemacht worden ist. Mir ist allerdings verschiedentlich von Videofilmern, von Hobbyfilmern oder von Mitarbeitern bei Privatsendern berichtet worden, dass sie beim Schneiden bestimmter Fernsehsendungen auf solche Bilder gestoßen sind, die mit diesem Film überhaupt nichts zu tun haben. Also die Möglichkeit besteht meiner Meinung nach durchaus, dass auch hier in Deutschland unterschwellige Botschaften im Fernsehen, im Radio gesendet werden. Was den Bereich jetzt an CDs, an Schallplatten anbelangt, da kann ich nicht viel zu sagen. Es ist durchaus möglich, dass insbesondere Reverse Speech, also umgekehrte, rückwärts gespielte Botschaften dort eingespielt werden sind. Und es gibt also durchaus auch aus dem Death-Metal-Bereich oder Black-Metal-Bereich gibt es einige Musikgruppen, die das also auch zugeben, dass sie das machen, aber sie machen es halt mehr, so sagen sie zumindest aus Spaß und nicht, um damit Leute irgendwie zu beeinflussen. Propaganda und unterschwellige Beeinflussung, unterschwellige Reize sind zwei Mind-Control-Techniken, die uns alle hier im Saal treffen können, und es ist sehr schwierig, sich davor zu wehren. Es sei denn, Propaganda kann man dadurch entgehen, dass man kein Fernsehen mehr schaut oder keine Zeitschriften, Zeitungen mehr liest. Unterschwellige Wahrnehmung, unterschwellige Manipulation kann man auch dadurch entgehen, dass man zum Beispiel nicht mehr ins Kino geht. Diese beiden ersten Mind-Control-Methoden, wie gesagt, wirken in die Masse, in die Breite. Anders ist es bei der klassischen und bei der fortgeschrittenen Mind-Control, zu der ich jetzt kommen werde. Klassische Mind-Control, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wird deswegen klassisch genannt, weil es Techniken sind, die eigentlich schon seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden von den Herrschenden angewendet werden, um zum Beispiel die Opposition mundtot zu machen, um missliebige Ehefrauen oder Liebhaber ausschalten zu können oder um mehr Macht über die Untertanen zu bekommen. Und auch die Begriffe, die dort jetzt auf der Folie stehen, werden wahrscheinlich die meisten von Ihnen irgendwann schon mal gehört haben. Am Anfang eben Gehirnwäsche, Elektroschocks, Reizentzug, Wärmeentzug, Drogen, Psychochirurgie und eben Gehirntransplantation. Der Begriff Gehirnwäsche ist wahrscheinlich aus dem gesamten Gebiet der Mind Control der bekannteste Begriff. Er ist entstanden in den 50er Jahren im Koreakrieg. Im Koreakrieg hieß es, dass also amerikanische Soldaten durch die Rotkoreaner gefangen genommen werden, dass sie dann in Lager gesteckt werden. In diesen Lagern müssen sie dann schwer arbeiten, kriegen wenig zu essen, müssen ihr gesamtes Leben ausbreiten, müssen das irgendwelchen Politoffizieren erzählen, und wenn sie dann richtig mürbe gemacht worden sind, dann können sie zum Kommunismus bekehrt werden. Das war so damals die landläufige Vorstellung, was die Koreaner machen. Der Begriff Gehirnwäsche allerdings kommt gar nicht von den Koreanern, sondern ist von einem Reporter, der im Nebenjob CIA-Agent war, ist der in den 50er Jahren in einer Zeitschrift erstmals genutzt worden. Ausgehend von dieser Zeitschrift hat sich dieser Begriff Gehirnwäsche dann wie ein Lauffeuer verbreitet. Ebenso die Behauptung, dass die Koreaner und die Chinesen das machen würden, und diese Behauptung, dass Gehirnwäsche im kommunistischen Teil der Welt angewendet wird, war die Rechtfertigung der Amerikaner dafür, nun ihrerseits die Gehirnwäscheforschung durchzuführen. Die Gehirnwäscheforschung hatte ihren Höhepunkt in den 60er Jahren. Es ist dort mit allen möglichen Mitteln versucht worden, das Gehirn wirklich so zu waschen, dass die Menschen neuen Ideen aufgeschlossen sind, dass sie willenlos irgendwelche Befehle, irgendwelche Handlungen befolgen, die ihnen eben von den Gehirnwäschern aufgedrückt werden. Man kann Gehirnwäsche jetzt bildlich auch verstehen als so eine Art zerebrale Zwangsräumung. Das heißt also, alles, was die eigene Person, das eigene Denken, die eigene Wertvorstellung ausmacht, wird durch Methoden wie harte Arbeit, wie ein ständig sich unter Druck befinden, weil man nie weiß, ob man wieder gefoltert wird, ob man genug zu essen bekommt, durch also psychische Belastungsfaktoren und durch ständige Verhöre, ständig sich rechtfertigen müssen. Dadurch wird also der eigene Verstand sozusagen zwangsgeräumt. Und irgendwann gibt man auf und nimmt einfach die neuen Vorstellungen, die neuen Ideale, die neuen Ideen an, damit man endlich Ruhe hat. Gehirnwäsche ist ein Vorgang, der ist sehr langwierig. Das geht also nicht in ein, zwei Tagen, sondern das kann manchmal Jahre in Anspruch nehmen.
und ist deswegen also auch nicht zur Massenkontrolle geeignet, sondern man kann die Hirnwäsche höchstens anwenden, ganz gezielt auf bestimmte Personen, wo das Risiko, wenn man die umbringt, einfach zu groß ist der Entdeckung. Da versucht man einfach, diese Personen umzudrehen. In der UdSSR in Russland, da werde ich nachher noch drauf kommen, ist Gehirnwäsche auch genutzt worden, allerdings nicht zu dem Zweck, die Personen zu brechen, sondern für die Gehöre gefügig zu machen. Eine Technik, die bei Gehirnwäsche sehr oft angewendet wird, ist der sogenannte vollständige Reizentzug. Vollständiger Reizentzug meint, dass Personen sich in einer Umgebung befinden, wo sie überhaupt nichts mehr von der Außenwelt wahrnehmen, ja, wo sie eigentlich noch nicht mal ihren eigenen Körper wahrnehmen. Diese Personen werden also auf ein Bett gelegt oder sie können auch in eine Salzwasserlösung gelegt werden, sodass sie also den eigenen Körper nicht mehr spüren. Über die Hände kommen Manschetten, dass sie also kein Gefühl mehr haben, irgendetwas betasten können. In dem Raum ist kein Licht, es ist kein Luftzug, kein Geräusch, es ist nichts zu hören. Und wenn diese Personen mehrere Stunden in diesem vollständigen Reizentzug sind, dann fangen sie an zu halluzinieren. Das heißt, sie haben irgendwelche Vorstellungen, die aus ihrem Inneren kommen. Und irgendwann sind auch diese Vorstellungen aufgebraucht. Und dann beginnt eigentlich die eigentliche Gehirnwäsche mittels dieses Reizentzuges. Die Personen sehnen sich also innerlich danach, wieder Kontakt zur Außenwelt zu bekommen. Und es gibt einen Forschungsbericht, wo das recht anschaulich beschrieben ist, dass also sobald diese Personen nach mehreren Tagen wieder aus dieser Kammer befreit worden sind, dass sie also geradezu das übermächtige Bedürfnis hatten, sich mit anderen zu unterhalten. Und in diesem Punkt, da setzt eben dann auch die Gehirnwäsche an, in diesem Punkt, sich mit anderen unterhalten zu müssen, um wieder irgendwelche Informationen aufzunehmen. Dort sind die Menschen eben auch empfänglich dafür, neue Ideen und so etwas eingepflanzt zu bekommen. In den USA wurden eine ganze Menge zum Bereich Gehirnwäsche durchgeführt. Es gab auch andere Experimente, die haben sich mit etwas Ähnlichem wie Gehirnwäsche befasst. Es ging in diesen Experimenten darum, was passiert mit Kriegsgefangenen. Was passiert mit Kriegsgefangenen, die in einer völlig fremden Umgebung, wie zum Beispiel in Korea oder in Vietnam, die dort eben festgehalten werden. Der Hintergrund war recht grausam. Es ging darum, nach 6 oder 7 Jahren dieser Gefangennahme lohnt es sich überhaupt noch, diese Menschen dort wieder rauszuholen mit irgendwelchen geheimen, verdeckten Operationen. Oder sind diese Menschen innerlich so gebrochen, dass es eigentlich sich nicht mehr lohnt, die noch wieder nach Hause zu schaffen. Und es gibt dazu eine ganze Menge Untersuchungen, die gemacht worden sind. Und bei vielen dieser Untersuchungen ist es so, dass das Militär als Auftraggeber auftritt, aber nicht öffentlich, sondern im Hintergrund bleibt, dass diese Forschung dann an zivile Universitäten vergeben wird, wo anerkannte Professoren solche Projekte leiten. Und nachdem so eine Untersuchung abgeschlossen ist, wird dann ein Bericht verfasst für die Öffentlichkeit, wo das eigentliche Ziel, worum es ging, in dieser Untersuchung verschwiegen wird. Und ein genauer Bericht über diese Untersuchung wird dann dem Militär zur Verfügung gestellt. Und eins dieser Experimente ist, zumindest im Bereich der Psychologie, ein sehr bekanntes Experiment. Das ist die sogenannte Stanford Prison Untersuchung. Stanford ist eine der Elite-Universitäten in den USA. Sie liegt in der Nähe von San Francisco. In Stanford hat man Folgendes gemacht. Man hat durch eine Zeitungsannonce, die hier abgebildet ist, hat man ein halbes Jahr vor der eigentlichen Untersuchung, hat man männliche College-Studenten oder männliche Universitätsstudenten dazu aufgerufen, sich für eine Untersuchung zu melden. Sie sollten dann einen Fragebogen ausfüllen und sie würden alles Weitere dann erfahren. Es dauerte ungefähr ein halbes Jahr. Dann wurden diese Studenten auf einmal mitten in der Nacht von der Polizei aus ihren Wohnungen rausgeholt. Sie wurden also verhaftet, wurden in den Keller des Stanford Universitätsgebäudes gebracht und in diesem Keller war ein simuliertes Gefängnis aufgebaut. In diesem simulierten Gefängnis diese Studenten, die die Rolle des Gefangenen spielten, erwarteten nun eine Gruppe von anderen, ebenfalls Studenten, die die Rolle der Wärter spielten. Und es gab nur bestimmte Regeln, die in diesem Gefängnis galten. Eine Regel war zum Beispiel, dass es keine körperlichen Misshandlungen geben darf und dass bestimmte menschliche Grundbedürfnisse nicht verweigert werden dürfen, dass es aber sehr wohl gestattet ist, bestimmte Zeitpunkte dafür zuzuteilen. Diese zwei und einige wenige andere Regeln waren die einzigen Regeln in diesem Gefängnis. Und was nun diese Psychologen gemacht haben, sie haben sich einfach angeschaut, was passiert, wenn zwei Gruppen von Menschen aufeinandertreffen, wo die einen Wärter sind, wo die anderen die Gefangenen sind. Und was dabei rausgekommen ist, dass also nach einer Woche das Experiment abgebrochen werden musste, weil die Gefangenen
schwere psychische Störungen aufzeigten und die Wärter immer brutaler wurden. Es ist dann in dieser Woche nach einigen Tagen zu Häftlingsrevolten gekommen. Es ist also alles das passiert, was in vielen amerikanischen Gefängnissen auch passiert. Nur brauchte es dort eben nur eine Woche, dass alles das aufgetreten ist. Der offizielle Forschungsbericht über dieses Projekt oder über diese Untersuchung, die man als Psychologiestudent zu lesen bekommt, sagt, ja, es geht halt darum, was passiert, wenn zwei Gruppen aufeinandertreffen, wo jede von diesen Gruppen eine bestimmte Rollenzuschreibung bekommt, wie verhalten sie sich denn? In Wirklichkeit ging dieses Experiment aber darum, das sagte ich am Anfang bereits schon, es geht darum, zu gucken, wie verhalten sich Menschen in Kriegsgefangenschaft. Und dass dieses Projekt um Kriegsgefangene geht, das kann man in keinem psychologischen Lehrbuch nachlesen. Selbst der Professor oder einer der Professoren, die an diesem Experiment beteiligt sind oder beteiligt waren, sagen das nicht in der Öffentlichkeit. Man kann es aber nachlesen in einem Buch, was sich ausdrücklich mit Militärpsychologie befasst. Und dort wird dieses Experiment als eines von vielen genannt, wo militärische oder militärisch bezahlte Forschung, militärische Auftragsforschung durchgeführt wird zum Bereich Mind-Control-Gehirnwäsche und wo die Öffentlichkeit eigentlich gar nichts davon mitbekommt, sondern die Öffentlichkeit bekommt einen gesäuberten, einen geplätteten Bericht darüber nur zur Verfügung. Auf diesem Bild sehen Sie eine der weiteren klassischen Mind-Control-Techniken, die sogenannten Elektroschocks. Bei Elektroschocks handelt es sich um Folgendes: Es werden am Gehirn Elektroden angebracht und durch diese Elektroden wird durch das Gehirn ein Stromstoß gejagt. Es gibt einige Psychologen, die haben das mal verglichen, als wenn man zum Beispiel eine Festplatte bei einem Computer sozusagen neu formatiert. Das heißt, bis auf wenige grundlegende Informationen wird die gesamte Festplatte leergeräumt und bei einem Stromstoß durch das Gehirn ist es so ähnlich. Also sämtliche Informationen, sämtliche Verhaltensweisen werden erstmal lahmgelegt und die Person ist nach solchen Elektroschocks durchaus dafür empfänglich, auch wiederum neue Ideen, neue Verhaltensweisen und sowas eingetrichtert zu bekommen. Jetzt Elektroschocks werden jetzt nicht nur im Bereich der Mind-Control genutzt, sondern Elektroschocks sind durchaus auch in der offiziellen medizinischen Psychiatrie ein gerne und häufig genutztes Mittel der Wahl. In den Anfangszeiten des Elektroschocks war es so, dass die Personen diese Elektroschocks ohne Betäubung miterleben mussten. Der bekannteste Forscher in der Anfangszeit war ein Portugiese namens Moniz, der hat die Elektroschocks sehr weit fortentwickelt und er hat dort für diese Elektroschocks-Entwicklung auch in den 40er Jahren einen Nobelpreis bekommen. Als er diesen Nobelpreis entgegennahm, musste er dort allerdings im Rollstuhl hin. Das lag daran, dass er niedergeschossen worden ist, ein paar Jahre zuvor, von einem der Patienten, die er selber lobotomisiert hatte. Entschuldigung, den er selber Elektroschocks zugefügt hatte. Am Anfang des Vortrages habe ich in der Einleitung vorgelesen etwas von dem spanischen Amerikaner Delgado. Delgado hatte dieses Zitat, wo er sagte, dass Menschen also operativ verstümmelt werden müssen. Und dieses operativ verstümmelt werden müssen ist das, was Sie auf diesem Bild sehen. Sie sehen dort den amerikanischen Psychiater Freeman. Der Freeman führt hier gerade eine Lobotomie durch. Lobotomie muss man sich so vorstellen, es werden durch die Augenhöhle, hat man direkten Zugriff ins Gehirn und dort wird ein kleiner Metallstab hereingeführt und mit diesem Metallstab werden dann im Gehirn bestimmte Bereiche zerstört. Je nachdem, welche Bereiche nun zerstört werden, kann das bei der Person Persönlichkeitsveränderungen, Verhaltensveränderungen, Gefühlsveränderungen oder andere Manipulationen hervorrufen. Und wenn man genau weiß, was man bei diesem Menschen verändern möchte, dann muss man halt nur die passende Region im Gehirn dieses Menschen zerstören und schon ist dieser Mensch operativ verstümmelt, in dem Sinne, wie Delgado das in dem Zitat vom Anfang dieses Referates dargestellt hat. Die Methode, die dieser Freeman hier gerade durchführt, nennt sich übrigens die Eispickel-Methode und deswegen, weil er zu Beginn diese kleinen Eispickel, mit denen die Amerikaner in ihren Shakern das Eis für die Cocktails klein hacken, als Operationsinstrument genutzt hat. Das ist ein weiteres Bild über Psychochirurgie. Es gibt also verschiedene Methoden,
mittlerweile, die entwickelt worden sind, wie Psychochirurgie eingesetzt wird. Psychochirurgie ist auch bei uns in Deutschland noch eine zugelassene Behandlungsmethode. Es gibt also einen Operationsschlüssel vom Bundesministerium für Gesundheit. In diesem Operationsschlüssel sind also alle in Deutschland zugelassenen Behandlungsmethoden aufgeführt und neben Elektroschocks findet man dort eben auch Psychochirurgie, Lobotomie, es gibt verschiedene Begriffe dafür, Gehirnchirurgie. In welchem Umfang das durchgeführt wird, das konnte ich nicht herausfinden. Es gibt also keine großartigen offiziellen Statistiken darüber. Fest steht aber, dass Lobotomie seit ungefähr 50 Jahren zum Standardrepertoire nicht nur der Schulpsychiatrie, der medizinischen Psychiatrie gehört, sondern auch von meinen Kontrolleuren in Einzelfällen angewendet wird. Es gab in den 50er Jahren, 60er Jahren gab es in Schweden einen großen Skandal, als bekannt worden ist, dass auch dort bestimmte Personen ohne ihr Wissen gehirnchirurgisch behandelt worden sind. Das ist jetzt, nach vielen Jahren ist das jetzt erst an die Öffentlichkeit gelangt und man muss sehen in Schweden, ob da noch mehr ans Tageslicht kommt. Der letzte Bereich der Methoden der klassischen Mind-Control ist Gehirntransplantation. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ein Gehirn komplett von einem Körper in den anderen versetzt wird. Was aber gemacht wird, ist, dass einzelne Teile aus dem Gehirn von einer Person oder von einem Tier in eine andere Person oder ein anderes Tier versetzt werden. Was soll das Ganze? Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man mit den Informationen, die in dem Teil des einen Gehirns stecken, was man entnimmt, dieses kleine Teil, dass sich diese Informationen auf das neue Gehirn übertragen. Der Verfasser dieses Buches, Detlef Belinke, das ist ein Neurophysiologe, Neuropsychologe an der Universität in Bonn. Der hat einmal mehrere Versuche durchgeführt, zusammen mit einem Mathematiker und hat das Ganze nur statistisch glücklicherweise durchgerechnet. Und er ist zu dem Schluss gekommen, dass es also sehr wohl möglich ist, wenn man Gehirnsubstanz von einem Menschen in den anderen überträgt, dass dann die in der übertragenen Gehirnsubstanz gespeicherten Informationen die Überhand gewinnt in dem Gehirn, in das es eingepflanzt wird. Das heißt, man kann also unbotmäßige Bürger kann man dadurch ruhigstellen, dass also von angepassten, konsumfreudigen Bürgern Teile des Gehirns in diese unbotmäßigen übertragen werden. Gemacht wird das Ganze noch nicht, also in keinem Staat der Welt. Das liegt aber nicht daran, dass es ethische Grenzen dafür gibt. Es liegt daran, dass einfach die Technik noch nicht so weit ist. Was ich bis jetzt beschrieben habe, waren die Methoden. Am Anfang habe ich gesagt, ich werde mich auch mit den Hintermännern beschäftigen, die diese Methoden anwenden. In den USA ist es so, dass alle diese Methoden, die ich eben vorgestellt habe und noch eine ganze Reihe mehr, in unzähligen Forschungsprojekten erforscht und angewendet worden sind, die von den Geheimdiensten, von den Militärs bezahlt oder selber durchgeführt worden sind. Ich habe jetzt mal eine Liste vorbereitet, auf der Forschungsprojekte dieser Militärs mal aufgeführt. Ich möchte jetzt diese Liste nicht im Einzelnen durchgehen, aber es soll halt nur zeigen, dass es verschiedene Forschungsprojekte gibt. In jedem Forschungsprojekt wird ein bestimmter Aspekt der klassischen Mind-Control behandelt und diese Forschungsprojekte sind teilweise aus den 60er Jahren, aus den 50er Jahren. Es gibt aber noch Forschungsprojekte, die jetzt immer noch laufen. Diese Forschungsprojekte haben natürlich alle Tarnnamen. Zwei von diesen Projekten, dort werde ich mich gleich noch etwas näher mit befassen. Die Namen von diesen Projekten kennen wahrscheinlich viele von Ihnen schon. Das ist einmal das Projekt MK-Ultra. MK-Ultra bedeutet Mind Control Ultra, also die gesteigerte Mind Control. Und das Projekt, was darunter steht, Projekt Monarch. Also jeder, der die Montauk-Bücher gelesen hat oder der im Kopf Dossier, die Debatte zwischen Illobrand von Ludwiger und dem Ehepaar Lammer mitverfolgt hat, dort ist der Begriff Projekt Monarch auch ein paar Mal aufgefallen. Das Projekt MK Ultra ist eigentlich das weltweit am meisten aufgedeckte und Mind-Control-Projekt und auch das, was am bekanntesten geworden ist. Der maßgebliche Arzt, der hinter diesem Projekt steht,
der Dr. Ian Cameron. Dr. Cameron ist bereits seit den 30er Jahren aktiv in der experimentellen Psychiatrie. Er hat also neben Lobotomie und Elektroschocks hat er auch Kälteentzugs- oder Wärmeentzugsexperimente durchgeführt. Er hat mit Drogen experimentiert. Er hat die gesamte Palette von Mind-Control-Maßnahmen aus dem klassischen Bereich, die es gibt, hat er angewendet. Und im Projekt MK-Ultra, das ist ein Forschungsprojekt, was also riesige Ausmaße hatte, es gab in diesem Projekt über 60 Unterprojekte, die sich mit allen möglichen Facetten befasst haben. Es gab sogar ein Unterprojekt, was allein damit befasst war, auf der ganzen Welt neue Drogen irgendwo zu entdecken. Und diese Drogen wurden dann sofort zu weiteren Mind-Control-Experimenten eingesetzt. Das Projekt MK-Ultra ist mittlerweile beendet. Sehr viele Unterlagen, sehr viele Untersuchungen von MK-Ultra sind mittlerweile ans Licht der Öffentlichkeit gelangt. Es gibt vieles von MK-Ultra ist in Kanada durchgeführt worden. Es gibt ein oder zwei Bücher aus Kanada, wo Opfer dieses Projektes MK-Ultra sehr deutlich beschreiben, was ihnen widerfahren ist. Und MK-Ultra ist sozusagen, wenn es um Mind-Control geht, ist es das Schlagwort, was auch immer genannt wird. Ein weiteres Projekt, was sehr viel Aufsehen erregt hat, ist das Projekt Monarch. Das Projekt Monarch ist nur deswegen aufsehenerregend, weil dort nicht nur Mind-Control-Techniken genutzt werden, sondern auch okkulte, satanistische Techniken. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass in den USA es schon seit 10 oder 20 Jahren die Vermutung oder eine Debatte darüber gibt, dass jedes Jahr Hunderttausende von Menschen verschwinden, insbesondere von Kindern verschwinden, die dann satanistischen Kulten als Opfer für ihre Manipulationen dienen. Es gibt also in den USA gibt es einen riesigen Berg von Literatur, der sich damit befasst. Es gibt allerdings keinerlei handfeste Beweise dafür, dass wirklich in diesem riesigen Umfang Menschen von satanistischen Kulten oder auch von der Regierung entführt werden, um sie dann in okkulten und satanistischen Riten sozusagen zu programmieren. In den Büchern vom Ehepaar Lammer wird auf das Projekt Monarch immer wieder hingewiesen, im Zusammenhang mit Entführung durch Außerirdische, und das werde ich nachher im zweiten Teil etwas näher beleuchten, wo es um Implantate geht. Ja, im ersten Teil habe ich Ihnen über die sogenannte klassische Mind Control berichtet. Und man sollte eigentlich meinen, die Methoden, die die klassische Mind Control bietet, die sollten schon auslangen, um Menschen oder Menschengruppen so zu kontrollieren zu können, wie das die Herrschenden gerne möchten oder einige der Herrschenden. Aber die Technik bietet natürlich noch wesentlich mehr. Können Sie sich vorstellen, dass in irgendeinem Ort in Deutschland plötzlich zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Männer, die dort wohnen, auf einmal einen Handstand machen? Dass es also eine Möglichkeit gibt, um alle Männer in einem bestimmten Gebiet so zu beeinflussen oder so zu kontrollieren, dass sie eine bestimmte Handlung, irgendeine aberwitzige Handlung durchführen. Und dieser Frage möchte ich jetzt im nächsten Teil meines Vortrages nachgehen, und dieser Teil befasst sich mit der fortgeschrittenen Mind-Control. Fortgeschrittene Mind-Control bedient sich des Umstandes, dass wir Menschen, die Tiere, alles, was es an grobstofflicher Materie gibt, dass die umgeben ist und durchdrungen ist von elektromagnetischen Wellen, wie das auf dem Bild dort etwas schematisch dargestellt ist. Auch der Mensch selber besteht eigentlich aus elektromagnetischen Wellen. Insbesondere die Nervenübertragung in unserem Körper funktioniert mit nichts anderem als mit elektrischen Impulsen. Und elektromagnetische Wellen umfassen jetzt ein riesiges Spektrum. Nicht nur das sichtbare Licht, was wir also sehen können, werden als elektromagnetische Wellen bezeichnet, auch die Radiowellen, Radarwellen, Wellen, die zum Funkverkehr im Militär oder im Fernsehen genutzt werden. Alles das sind elektromagnetische Wellen. Und das Spektrum der elektromagnetischen Wellen ist riesig, nahezu unbegrenzt, und das Licht, was wir sehen, das ist nur ein winziger Ausschnitt, vielleicht 5% von diesen elektromagnetischen Wellen. Man kann sich vielleicht schon so ungefähr vorstellen, dass es, wenn dann der Körper grundsätzlich mit elektrischen Impulsen
funktioniert und es eine unbegrenzte Anzahl von elektromagnetischen Wellen gibt, dass es vielleicht sein kann, dass der Mensch mit elektromagnetischen Wellen beeinflusst werden kann. Das ist ein Titelbild eines Romanes von Hans Dominik. Hans Dominik war ein bekannter deutscher Autor von Zukunftsromanen in den 30er, 40er, vielleicht auch noch in den 50er Jahren. Und ein Roman, der sich ausführlich mit Mind Control befasst, er nannte das damals natürlich anders, der sich mit Mind Control befasst, ist eben dieser Befehl aus dem Dunkel. Und in diesem Roman geht es um Folgendes. Es gibt zwei Gruppen, die miteinander im Widerstreit liegen. Die eine Gruppe benutzt magische, okkulte Techniken, um andere Menschen zu beeinflussen. Und die zweite Gruppe benutzt so etwas wie elektromagnetische Sender, um andere Menschen zu beeinflussen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieser Roman aus den 30er Jahren ist und in den 30er Jahren war die Forschung über elektromagnetische Wellen noch nicht sehr weit gediehen. Man wusste, dass es so etwas gibt, man wusste auch, dass die praktisch überall da sind, aber was man noch nicht wusste ist, dass man mit elektromagnetischen Wellen auch Menschen beeinflussen kann. Interessant ist eben, dass in den 30er oder 40er Jahren bereits so ein Roman in Deutschland erschienen ist und das kommt nicht von ungefähr. In den 20er, auch in den 30er Jahren hat es in Deutschland sehr viele Forscher, sehr viele Gruppen gegeben, die sich mit Strahlen, mit elektromagnetischen Strahlen aller möglichen Art befasst haben und versucht haben, diese Strahlen zu Heilzwecken zu nutzen. Es hat einige berühmte Vertreter gegeben, deren Namen heute komischerweise völlig vergessen sind. In dem Buch Der Frühmordmythos, was ich zusammen mit meinem Bekannten Peter Bahn verfasst habe, habe ich einmal einen Überblick über diese energetischen Heilweisen, über diese energetischen Sichtweisen zu geben, die in Deutschland in den 20er, 30er bis in die 40er Jahre hinein vorhanden waren. Und bei der Recherche zu diesem Buch habe ich festgestellt, es gibt also sehr viele Zeitschriften aus der damaligen Zeit, sehr viel Literatur, sehr viele Berichte darüber, wie elektromagnetische Wellen zu Heilkräften, zu Heilprozessen genutzt werden können. Und es gibt auch sehr viele Belege dafür, dass diese elektromagnetischen Wellen damals tatsächlich zu großen Heilerfolgen geführt haben. Komischerweise ist seit dem Jahr 1945 diese Art von Forschung in Deutschland praktisch völlig ausgestorben. Und es ist auch kaum bekannt, dass so etwas in großem Stile vor 1945 existiert hat. Es ist vor 3 Jahren ist in Deutschland ein Handbuch der alternativen Medizin herausgekommen. In diesem Handbuch steht wirklich alles Mögliche drin. Es geht bis in den esoterischen Bereich hinein. Das Handbuch fängt 1900 an und endet halt in den 90er Jahren. Von diesen ganzen energetischen Heilweisen, wo es auch sehr viel Literatur darüber gibt aus der damaligen Zeit, ist in diesem Buch komischerweise überhaupt nicht die Rede. Auch das könnte wieder zum Bereich Mind Control führen, dass hier Mediziner, die dieses Buch geschrieben haben, entweder gebeten worden sind oder es gar nicht beachtet haben, über solche Sachen aufzuklären, über das, was elektromagnetische Wellen im Körper verursachen können. Die Wirkungsweise von elektromagnetischen Wellen zur Verhaltensmanipulation ist eigentlich relativ simpel. Ich habe eben gesagt, dass die Nervenübertragung im Körper auf elektrischen Impulsen beruht. Diese elektrischen Impulse kann ich nun zum einen dadurch stören, dass ich bestimmte elektromagnetische Frequenzen in einen Körper hineinschicke. Ich kann aber auch andere Prozesse innerhalb der Nerven mit elektromagnetischen Wellen beeinflussen. Das heißt, ich kann also wirklich eines der grundlegenden Elemente des menschlichen Lebens, nämlich die Nervenzellen und die Übertragung von Impulsen von einer Nervenzelle zur anderen, kann ich mit elektromagnetischen Wellen beeinflussen. Und da das Spektrum, wie gesagt, immens groß ist, sind auch die Wirkmöglichkeiten zum Mind Control immens groß. Es gibt nur eine Reihe von Untersuchungen, die haben sich mit ganz grundlegenden Sachen beschäftigt. Also merken Menschen überhaupt, wenn elektromagnetische Wellen auf sie eintreffen? Man hat aber herausgefunden, man kann das Schmerzempfinden zum Beispiel beeinflussen, dass Menschen also überhaupt keinen Schmerz mehr empfinden oder Schmerz empfinden, obwohl keine Ursache dafür offensichtlich vorliegt. Man kann das Schwitzen beeinflussen, man kann die Müdigkeit beeinflussen. Das sind nun ganz grundlegende Sachen, die eigentlich zur Mind-Control vielleicht genutzt werden können, aber Mind Control durch elektromagnetische Wellen bietet also noch sehr viel haarsträubendere Möglichkeiten. Was ich jetzt gerade als Folie aufgelegt habe, das ist der Forschungsbericht darüber, wie das Sprachverhalten mittels elektromagnetischer Wellen beeinflusst werden kann. In dieser Untersuchung hat man also herausgefunden, dass man Personen, die mit elektromagnetischen Wellen
bestrahlt werden, dass die andere Wörter benutzen, dass die andere Adjektive benutzen als Menschen, die nicht mit diesen Wellen bestrahlt worden sind, obwohl beide Gruppen, die bestrahlte und die nicht bestrahlte, jetzt ist es, ja, Mikro ist noch an, obwohl beide Gruppen über das gleiche Thema gesprochen haben. Das heißt also, eins der wirklich der grundlegenden Sachen, die wir uns tagtäglich nutzen, nämlich dass das Sprechen, die Kommunikation zwischen den Menschen, kann mit elektromagnetischen Wellen beeinflusst werden. Und das ist natürlich ein sehr starker Eingriff in die Freiheitsrechte, überhaupt in die Persönlichkeit eines Menschen, wenn eben die Möglichkeit besteht, zum Beispiel Proteste oder irgend so etwas durch elektromagnetische Wellen einfach verstummen zu lassen, weil die Leute nicht mehr das sagen können.